Willkommen zu einem kleinen Rückblick und Ersteindruck der jetzigen Season. Die Frühlingsseason startet mit viel Musik und Tanz. So gab es neben der x-ten Staffel von Aikatsu oder Pripara auch einen neuen Idol-Dance-Anime, welcher auf den Namen Show by Rock hört. Zwar geht es in Show by Rock weniger um Rock, dafür sind die Charaktere wohl der Inbegriff von Moe. Oder was sagt die Drummer, welcher ein Schaf ist, zu dem Vorwurf? Okay, optisch sieht der Anime ja ganz okay aus, aber sobald die Konzertszenen losgehen, wünscht man sich selbst die katastrophalen CGI-Effekte von Aikatsu wieder. Damit hat es sich wohl ausgetanzt. Dungeon DDI ist ein weiterer Anime, welcher versucht, auf dem ganzen Fantasy-Rollenspiel-Hype aufzuspringen und dabei auch mit einem innovativen Setting daherkommt. Jedoch bleiben wie so oft die Innovationen nicht lange im Vordergrund und es drängen sich Brüste. So interessiert sich in der Interwelt keine Socke für den Protagonisten und die Twin-Tail-Lolly-Göttin mit riesigen Zöpfen ist regelrecht ein Star. Sagt dann wohl auch schon viel über den Anime aus. Wo wir gerade bei Brüsten waren. Highschool DxD geht mit Born in die dritte Runde. So bekommt man hier more of the same, jedoch wird versucht, alles nochmal ein bisschen zu toppen. Mehr Brüste, mehr Feinde, mehr Kämpfe, mehr Gestalten aus so ziemlich jeder Mythologie. Und wie es sich gehört, ist Loki auch der Böse. Jedoch kommt es mir vor, als haben die Mädchen mit der Zeit jegliches Schamgefühl verloren und Issei braucht nur fragen, ob er mal Brüste sehen darf und schon fallen die Hüllen. Aber hey, ich meine, man schaut den Anime doch nur wegen der Story. Oder Leute? Leute? Fanservice à la Edgy wird natürlich nie alt und so bekam kurzerhand der andere Manga des High School of the Dead Autor, Trash X, ebenfalls eine Anime-Adaption. So ist der Anime quasi High School of the Dead in einem anderen Gewand, nämlich Krankenschwester-Outfit oder Code Geass-Cosplay oder einfach fast gar nichts. Zudem sind die Protagonisten nicht mehr die Gejagten, sondern die Jäger, welche nun alle Kriminellen einen Kopf kürzer machen. Ein weiterer Anime im Michael Bay-Stil. Cool guys don't look at explosions. They blow things up and then walk away. Anscheinend hat es sich jetzt nun vollends etabliert, dass Vampire Wesen mit androgynem Stil sind. So sehen die Blutsauger auch in Ovarino Seraph wie schwul metrosexuelle Elfen aus. Davon mal abgesehen bekommen wir eine wunderbar dystopische Welt in einem Zeichenstil, der mich wirklich anspricht. Leider ist auch hier der Protagonist ein klassischer Shonen-Held ohne wirklich Tiefgang. Der Anime hat jedoch Potenzial, richtig gut zu werden. Aber mal was anderes. Bin ich der Einzige, der findet, dass die Uniform, vor allem der Hut, ziemlich dämlich aussieht? Naja. Apropos Vampire, da hatte ich doch glatt die Userwertung von Vampire Homes ignoriert, welche eine Spitzenwertung von 2 von 10 Sternen hat und das war ein Riesenfehler. So ist der Anime ein Kurzanime von 3 Minuten, dessen Opening und Ending schon die Hälfte der Zeit einnimmt und einfach unlustig und langweilig ist, mit absolut katastrophalen Animationen, welche ernst gemeint sind. Wenn man schon schlecht animiert, dann zumindest mit einem Augenzwinkern und voller Absicht wie ein Ninja Slayer. Oder habt ihr schon mal eine realistischere Schlägerei als das hier gesehen? So ist der Anime eine Parodie seinesgleichen und wohl der geistliche Nachfolger von Inferno Cop. Ich meinte Inferno Cop! Von Animation über die Geschichte zu den Kämpfen ist alles eine einzige Parodie und ganz ehrlich, ich feiere es extrem, aber wohl nicht jeder. Immerhin noch besser als Vampire Homes, hm? Oh Junge, Essen hat noch nie so gut ausgesehen wie in Shokugeki no Soma. Wem jedoch dabei das Wasser im Mund zusammenläuft und dabei ist, den Bildschirm abzulecken, sollte dies ungestört tun. 2 Sekunden nachdem die Leute das Essen verspeisen, kommt es zu einer softpornorösen Reaktion, die dann für ein paar Missverständnisse sorgen könnte. Der Anime ist wirklich gut, jedoch verfehlt er irgendwie den Sinn vom Shonen. So ist der Protagonist schon so gut wie der beste Koch und kann sich eigentlich gar nicht mehr verbessern. Das wäre wie wenn Naruto in Folge 1 schon Hokage wäre.
Auch haben wir diese Season seit längerem mal wieder ein Körpertausch-Anime. Und zwar Yamada-kun to Nanani no Mashu. Ist im Grunde keine Revolution von Körpertausch-Anime. So befolgt er brav die Regeln, sollte ein Protagonist sich im Körper einer Frau befinden. Schritt 1. Sich ausziehen. Schritt 2. Sich begrapschen. Schritt 3. Rot werden. Und Schritt 4. Durch Nasenbluten sterben. Dadurch, dass diesmal jedoch mehrere Personen involviert sind und auch willkürlich Körper tauschen können, nämlich durch einen Kuss, ist das Ganze deutlich abwechslungsreicher und lustiger. In der Fortsetzung von Grisaya no Kaichitsu namens Grisaya no Rakun bekommen wir nun anfangs die Kindheit und Vergangenheit des Protagonisten erzählt. Und hierbei wurde ein bisschen sehr dick aufgetragen. So bekommt der Protagonist einfach alles ab, was man sich nur vorstellen könnte. Vergewaltigung, tote Eltern, Mord, Entführung durch Psychopathen und so weiter. Unterhaltend, aber allemal. Wie man eine zweite Staffel nicht machen sollte, zeigt Nisekoi. So war ich von der ersten Staffel absolut begeistert und hier bekommt man nun langweilige Einfolgengeschichten, die mehr an Fillerfolgen erinnern, als wirklich die Story voranzutreiben. Vielleicht hatte ich zu hohe Erwartungen, jedoch bin ich ziemlich enttäuscht. Oh, ich meine, Nisekoi 2 ist ein super Anime. Absolute Empfehlung. Nicht ganz so schlimm, aber auch weit hinter meinen Erwartungen bleibt die zweite Staffel von Yahari Ore. Hachiman, also der Protagonist, ist immer noch absolut Spitzenklasse. Jedoch hat der ganze Anime eine so depressive Grundstimmung. Jeder ist sauer und hat keinen Bock auf den anderen aus Gründen, die man schon längst kennt, aber dann manchmal auch irgendwie grundlos. Oder dann will plötzlich jeder Hachiman helfen. Ich schätze mal, hier wurde mehr als nur der Charakterdesigner ausgetauscht. Mit Punchline bekommen wir einen weiteren Trash-Anime, dessen Story... Naja, ich zeige es euch mal. Ja, ihr könnt es euch denken. Sobald der Protagonist ein paar Höschen sieht, fliegt die Welt in die Luft. Ich bin wirklich ein Freund des Trash, dennoch hatte ich den Anime nach nur ein paar Folgen abgebrochen. Ich weiß nicht, warum er mir nicht zugesagt hat, aber entweder war er mir nicht trashig genug oder zu trashig. Jedoch hat mir letztendlich nichts zugesagt, weder Story, Charaktere, noch letztendlich die Animation. Zum Trost aller Fans hier ein Taubentanz. Ein absoluter Otaku als Lehrer klingt doch ziemlich spaßig, oder? Und ich muss sagen, ist es auch. So haben wir diesen absoluten Vollotaku hier, welcher gar keine Lust auf Arbeiten hat, jedoch von seiner Schwester, die aussieht wie Shinobu aus der Monogatari-Serie, dazu geprügelt wird. Jedoch scheinen die Haare der Schwester nicht die Konsistenz von Haaren zu haben, sondern von Beton. Und generell wirkt der Zeichenstil ziemlich veraltet. Das tut dem gelungenen Anime jedoch keinen Abbruch. Dennoch sollte sich der Herr Otaku angewöhnen, dass ein Fingerschnipp mal als Symbol eines gelungenen Plans immer noch Wiki gehört. Und das Beste kommt zum Schluss. Zumindest eines der besseren Anime der Season, nämlich Kekkei Sensen. So spielt der Anime in New York, mit dem Unterschied, dass dort so ziemlich jede Fantasy- und Monstergestalt durch die Straßen läuft. Gepaart mit dem Charme des Amerika der 60er Jahre kommt hier eine ziemlich stimmungsvolle Atmosphäre auf. Auch wenn ich irgendwie bis jetzt noch keinen wirklichen roten Faden finden konnte und der Protagonist die langweiligste Superkraft von allen hat. Alle kämpfen mit Blut und er hat Augen. Mehr oder weniger. Ach ja, die Fortsetzung von Gintama und Fates Day Night sind und bleiben absolut spitze.